Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute geht es um Elementreferenzen. Elementreferenzen sind Template-only, das heißt, die beziehen sich wirklich nur aufs Template und sollen euch die Arbeit ein bisschen leichter machen, beziehungsweise nochmal einfach Schreibaufwand abnehmen. Okay, geht folgendermaßen, ist auch sehr, sehr easy und man muss dabei nicht mal irgendwie den Umweg zu diesem TypeScript-Script hier oben nehmen, sondern man kann einfach wirklich im Template drin bleiben. Also, einfach hier einen Hashtag, also zum Definieren von so einer Elementreferenz, einfach ein Hashtag, beziehungsweise Teppichzeichen, Raute, wie ihr es nennen wollt. Und dann könnt ihr das Ding nennen, wie ihr wollt. In meinem Fall zum Beispiel einfach Link. Und wenn ihr es jetzt nochmal ausgeben wollt, dann könnt ihr das Ganze über einfach diese zweimal geschweifte Klammer und dann wieder mal einen Link, also den Namen, den ihr hier oben auch verwendet habt, einfach hier unten nochmal reinschreiben. Achtung, das ist jetzt nicht der komplette Tag hier, sondern damit könnt ihr auf einzelne Attribute in eurem A in dem Fall jetzt oder in eurem was auch immer ihr hier habt, also Paragraph oder Link oder ja eben was ihr halt hier habt, könnt ihr auf einzelne Attribute drauf zugreifen. In unserem Fall ist das hier jetzt einfach nur diese URL, die wir hier haben. Das heißt, wenn das aktualisiert wird, wird hier die URL ausgegeben, mehr nicht. Das heißt, mehr müssten wir alles selber von Hand machen und das ist ja eigentlich kein Problem. Das heißt, wir können jetzt hergehen und sagen, okay, wir haben jetzt hier offensichtlich die URL einmal angegeben. Klar, wir können es auch wieder so machen wie hier oben, aber wir haben die Information jetzt hier, wenn wir sie zum Beispiel ausgeben wollen. Wir können also einfach sowas machen, href ist gleich und dann hier den Link angeben, zum Beispiel Link 2. So. Und das würde natürlich auch funktionieren, wäre natürlich auch anderweitig sehr leicht möglich, aber man kann natürlich auch auf spezielle Attribute drauf zugreifen. Das heißt, man muss nicht unbedingt einfach die gesamten Informationen, die man da drin hat, benutzen, sondern man kann auch auf konkrete Informationen selektiv zugreifen. Das heißt, man weiß ja nicht immer, was hier, also ich meine, da kann jetzt noch irgendwie eine Klasse drin stehen. Dann steht da vielleicht noch, keine Ahnung, irgendwie ein Input-Type drin, okay, in einem Link wahrscheinlich eher nicht, ein Value könnte drinstehen, keine Ahnung, sehr, sehr viele Sachen. Deswegen kann man hier mit einem Punkt alles rauslesen, was man gerne hätte. In unserem Fall, werden wir das Ganze einfach selber schreiben, weil es irgendwie nicht richtig angegeben wird, offensichtlich. Und zwar wollen wir href haben, das heißt, wir können hier einfach link.href schreiben. Link referenziert dieses ganze Element hier. Href sagt, okay, das ist die Eigenschaft, die du hier gerne nehmen möchtest. Und das funktioniert auf jeden Fall. Ich zeige euch gleich noch, warum man das auch dringend so machen sollte. So, also wir sehen hier, ja, funktioniert. Unten links steht auch der Link, zu dem es geht. Also es ist derselbe wie dahin, falls ihr es nicht richtig lesen könnt. Ist auch nicht wirklich spannend. So, was man jetzt allerdings dringend machen sollte, ist folgendes. Ich zeige es euch am anderen Beispiel. Und zwar nehmen wir jetzt hier den Paragraphen. Ich nenne ihn Para. Und schreiben hier oben einfach Hashtag Para hin. So, und das Ganze sieht folgendermaßen aus. Hier steht jetzt, hier steht natürlich nur Para, weil ich hier die zwei geschweiften Klammern nicht gemacht habe. Para. So, und was jetzt passiert ist folgendes. Wir sehen hier Object HTML Paragraph Element. Das ist nicht ungefähr das, was wir wollten. Das Problem dabei ist, dass hier TypeScript bzw. Angular nicht direkt rausgefunden hat, was es denn jetzt eigentlich genau nehmen soll. Also was soll es denn jetzt hier bitte für ein Element benutzen? Beim Link war es irgendwie klar, da gibt es nur das href. Also wir haben ja hier tatsächlich nur die Referenz für den Link angegeben. Alle anderen Elemente sind einfach nicht gesetzt. Hier in dem Paragraphen gibt es überhaupt nichts, was wirklich direkt angewählt wurde, außer diesem Klick. Aber das Klick ist halt irgendwie, naja, nichts, was man wirklich benutzen könnte. Das heißt, wir haben hier einfach nichts, was wir benutzen können. Und deswegen sagt diese Elementreferenz hier einfach, ja gut, dann gebe ich dir halt das ganze Objekt. Und das ganze Objekt auszugeben ist halt leider nicht unbedingt sinnvoll in dem Fall. Deswegen immer über diese Punkt und dann, was ihr eben euch rausziehen wollt. Also im Fall von Paragraphen könnte man jetzt hier noch irgendwie eine Klasse oder eine ID anhängen und dann könnte man sich die eben ziehen. Aber ja, immer angeben, was ihr wollt. Ansonsten kann es passieren, dass ihr eben dieses, wo ist er denn jetzt? Object HTML Paragraph, dass ihr den bekommt. Das wollen wir natürlich nicht. Wenn ihr jetzt hier irgendwas angebt, was nicht vorhanden ist, also zum Beispiel Punkt href gibt es da sicher nicht, es ist immer ein Paragraph, dann passiert folgendes und das sehen wir auch, es passiert einfach nichts. Das heißt, wenn ihr hier einen Fehler macht, ist absolut nicht schlimm, es wird einfach nicht angezeigt und das ist dann ganz angenehm eigentlich, dass man direkt hier so ein Feedback, oder dass man im Endeffekt nichts auf der fertigen Seite sieht, sondern hier wirklich nur, ja, nichts sieht.
Also, dass der User quasi nicht gestört wird. Okay, und das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch zu Elementreferenzen sagen möchte. Hier, wie gesagt, immer über die Punkt und dann das Attribut gehen. Und ja, mit einem Hashtag könnt ihr die definieren. Alles klar, das war's von meiner Seite wieder mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.